Ja, mein Name ist Bernhard Schmidt, ich bin Inhaber von der Firma. Meine Vorfahren haben sich also frühere Zeit mit der Landwirtschaft beschäftigt. Und in den Wintermonaten hat man also Zeit gefunden, sich mit dem Instrumentenbau oder mit dem Bestandteilbau zu beschäftigen. Hat man also das Gewerbe offiziell angemeldet als Musikinstrumentenbauer, als Mundstückbauer. 1896 sind wir dann hier nach Meidenkirchen gekommen und haben uns hier also sesshaft gemacht, weil die Musikindustrie und die Hersteller hier in Meidenkirchen so zahlreich waren und der meiste Absatz hier in Meidenkirchen vorstanden ging. Hergestellt in Deutschland und auf der Rückseite die Bezeichnung Solist und die Nummer 185. Hier sieht man also schön, wie die Bohrung, das ist praktisch die Seele des Mundstücks. Die Seele ist verantwortlich für die Stabilität des Tones und die Backbohr ist also nach der Seele, nach der Bohrung etwas erweitert. Und die ist verantwortlich für den schönen Sound, für die leichte Ansprache und für das Mitschwingen der Obertöne verantwortlich. Als ältester Mundstückhersteller der Welt haben wir uns mittlerweile in der Branche so etabliert, dass mit den Jahren und Jahrzehnten auch die Nachfrage nach hochwertigen Instrumenten aufkam. Da der Ausbildungsberuf heutzutage nicht mehr Mundstückdreher ist, sondern Metallblasinstrumentmacher heißt, haben wir das Handwerk natürlich auch erlernt und fertigen mittlerweile sehr hochwertige Metallblasinstrumente von der Trompete bis zum Bariton und reparieren diese natürlich auch.